Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Overlord Racing Hell. Ich bin euer Dwanky Monkey und letzte Part haben wir in den königlichen Hallen in Goldos Festung die Festung geräumt. Wir sind zu Goldo durchgebrochen und da hinten würde er da warten. Da bin ich mal gespannt, was er für uns übrig hat. Der Elf da unten hat ja gesagt, er hat irgend so ein Ding, was der Zerstörer nennt oder irgendwie sowas. Der irgendwas Zerstörer hat, der, was auch immer sein soll, irgend so eine Bestie oder irgendwie sowas. Wir haben in diesen Hallen Feuerzeuge bekämpft. Eine ziemlich brenzlige Angelegenheit. Und gehen wir in den Kampf. Da hinten wartet der schon. Ich bin fast dafür, keine Schergen mitzunehmen. Bei den Bosskämpfen waren die sowieso nie so praktisch. Andererseits gegen Wilfried Wanst und so waren die doch äußerst praktisch. Wir probieren zwar ohne Schergen, vielleicht schaffen wir das. Aber der sieht da eigentlich auch nicht stark aus. Wenn das nur so ein blöder Zwerg ist. Mal schauen. Wir rüsten schon mal jetzt schon mal den Todeszauber aus. Verrat, das ist bestimmt blödsinnig, ebenso wie das Verbrennen. Wir rüsten mal das hier aus. Wir können 35 holen. Wie war eigentlich meine bisherige Aufstellung? 10, 10, 10, 5, 9, 9, 9. Wir machen mal 9, 9, 9. 7, 9. Das ergibt zusammen 18. Das zusammen 27. Und dann, ja, ein mehr davon. Dann haben wir ungefähr 7 blaue. Da passt. Goldo, Zeit to fight. Time to fight. Goldo sein. Ja, der ist goldig. Oh, ist er goldig. Oh, der geht der Retter weg. Oh, was soll denn das Goldo? Oh, der ist irgendwie goldig. Dieses Wortspiel ist geil. Der hat eine goldene Rüstung, ist goldig. Ja, das ist so. Goldo, du bist kein. Warum wollt ihr Schergen mitnehmen? Bus! Attacke! Zeigt keine Gnade! Rennt auf den Wahnsinnigen drauf! Ja, macht ihn alle! Ich zähle auf euch! Schön aktiviert lassen! Machen die Roten überhaupt was? Oh, ist das dämlich! Oh, ist das dämlich! Warum wollte ich überhaupt Schergen mitnehmen? Das ist so voll eine blöde Idee! Ich nehme Schergen mit, das ist doch voll eine dämliche Idee. Wir sind der Overlord, wir packen den doch selber. Oh, ist das ein ekliger Boss. Willkommen. Also, das ist so ein Schergenkiller-Boss. Nee, ich setze hier keine Schergen ein. Vielleicht die Roten. Weil, naja, die müssen ja nur schießen. Und der muss ja nur auf mich fixiert sein. Und nicht auf die Roten. Der hat aber bestimmt auch irgendwie nur eine zweite Phase. Ich will nicht wissen. Rote. Ihr probiert's mal mit den Roten. Der muss ja nur auf uns konzentriert sein. Und der schießt ja anscheinend auf Feuer. Der muss sich nur auf uns konzentrieren. Und wenn wir in den Nahkampf rennen, dann konzentriert er sich auch nur auf uns. Also zieh ich mal auf die Roten. Rote, ihr seid meine Freunde, ne? Das muss Goldo sein. Der muss sich nur schön auf mich fixieren. So, meine Roten. Oha. Oh, ist das Ding krass. Also, das erklärt seine... Das ist die Feuerwalze. Nein. Hier, Digga. Zieh auf mich. Rote, könnt ihr mal schießen? Nein. Ach, das ist überhaupt was. Und die Uhr klingelt, das ist so ein unpraktischer Zeitpunkt. Kurzer Moment, ich kann doch gleich wieder weiter.
Haha, und ihr habt nichts gemerkt. Hoffe ich. Okay, dreh dich schön zu mir um. Nee, lass meine Schergen in Ruhe. Naja, okay, wenn das so, wenn der Kampf die ganze Zeit so läuft, dass das mir im Bus wurscht. Solange er sich nicht auf meine Schergen hinbewegt. Ey, er ist ein bisschen dämlich, kann das sein? Der ist schon, dem ist schon klar, dass das nicht funktioniert. Oh oh. Oh nee, das ist nicht gut. Der bereut doch meine Schergen. Nein, 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 nein. Platziert euch mal dahin. Nein, 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 nein. Du drehst dich hier, ja. Knallt den. Oh, Sprengsätze, cool. Ich scheiß mal auf die Sprengsätze. Der muss sich nur auf mich konzentrieren. Wehe, der dreht sich zu meinen Schergen hin. Oh, das sind ja Gesichter. Nein! Ich nehme die Schergen mit. Oh oh, geht weg. Lass mich in Ruhe. Nimm mal einer. Oh, wir haben 15 Schergen verloren. Oh nee, das lässt mich wild werden. Ich will keine 15 verlieren. Nee, ich kann das nicht. Tut mir leid, das ist eigentlich ziemlich banal. Ich habe nur 160 von denen. Aber ich will ja keine rote verlieren. Oh nee. Das ist so banal, ich weiß. Aber das ist doch blöd. Ich will ja nichts, gar nichts verlieren. Das wird man doch wohl schaffen. Hier, oder? Ich nehme die jetzt einfach mal mit. So. Ich will die Flips halt mal wieder sehen, ja. Da oben ist sie. Boah, nee, das ist so blöd. Ich habe 160 von denen und ich will jetzt nicht gleich 20 auf ein Stück verlieren. Oh, nee, das schaffe ich nicht. Tut mir leid, Leute, aber nee, das schaffe ich nicht. Selbe Taktik, das geht ja eigentlich recht flott mit dem. Das muss Gold aus. Die erste Phase ging ja recht schnell. Zack. Positionieren, warten. Und das ist die Feuerwalze. Genau das da. Wartet mal da. Können wir den. Ja, dreh dich mal. Ja, ja, ja. Ich wünsche dir viel Spaß, Goldo. Du kannst es gerne versuchen, mit Feuer meine Schergen zu töten. Ich habe prinzipiell nichts dagegen. Ja, also die erste Runde geht eigentlich recht flott. Da muss ich nur meine Schergen in Sicherheit bringen. Also wir müssen nur schnell genug sein. Also wir müssen ihn ja zum ersten Mal ausweichen lassen. Das heißt, wir stellen unsere Schergen direkt da hinten, wo wir sie vorhin hingestellt haben. Goldo rennt gegen die Wand zu und dann nehmen wir unsere Schergen permanent mit. So. Mr. Dampfwalze. Der hat aber irgendwie so ein paar Gesichter drauf. Ich weiß ja nicht, ob ihr das gesehen habt bei dem Goldesfeuerwalze, aber zumindest auf seiner Haube da oben. Da sind ein paar Gesichter drauf. Sieben Köpfe oder irgendwie sowas waren das. Platziert euch mal dahin. Okay. Nein. Blöde Idee. Sprengsätze. Wie gut. Es sei denn, wenn er hier durchfährt, macht er es vielleicht kaputt. Attacke. Feuer frei. Ach, das war auch was. Nein. Ich halte das nicht aus. Dreh dich mal hier zu mir. Nein. Ach, Gott sei Dank. Ich danke dir. Oh, Goldo. Dich nicht unglücklich. Wir müssen mal die Sprengsätze einsetzen. Nein. Es funktioniert nicht so, wie ich es will.
Feuer! Ich gewähre es euch, Feuer frei. Ich sehe schon, der kommt ja nicht ganz durch. Das heißt, die roten Kämme hier platzieren, der wird hier nicht ganz durchbrettern, der wird da kurz davor stehen bleiben. Da müssen wir jetzt auch ein bisschen taktikvoll angehen. Okay. Lauf, 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 lauft! So, der Kollege wird jetzt hier wieder irgendwo hinbrettern wollen. Genau. Der kommt da immer noch nicht durch. Der muss erstmal das ganze Ding da kaputt machen, oder? Okay. Was? Wie ist das denn passiert? Komm, bisschen ja. Ja, der wird da versuchen, nochmal reinzubrettern. Also jetzt geht der, sieht der Kampf. Jetzt haben wir wenigstens nicht 20 auf einmal verloren. Weg, 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 weg. Nein. Die müssen mal hier warten. Oh oh, wo rennt der denn drauf? Was? Achso, da hinten. Gut, damit kann ich leben. Nein, nee, nicht auf die Flamme. Scheiße. Nein, geh weg. Ach Gott, Galdo. Zumindest haben wir eine Taktik gegen den. Wir müssen unsere Schergen hinter die Säulen verstecken. Dann kann er sie nicht erwischen. Wenn meine Schergen nicht von selbst auf ihn drauf rennen, kann er sie nicht erwischen. Das ist die Taktik. Dann rüsten wir nochmal den Schildzauber. Also das ist die Taktik. So kriegen wir den. So kriegen wir den alle. Das ist es. Das ist es. Das ist das Ding. Yo, Goldo. Next round. Jetzt haben wir die perfekte Taktik. Der wird uns nicht nochmal besiegen. Die Schergen müssen einfach hinter der Säule sein. Der Dicke muss gegen die Säulen rammen. Und wir müssen dürfen sie nicht so sehr verschwenden. Die Säulen. Okay, neue Runde. Zeig, was du kannst, Goldo. Diesmal wirst du nicht überleben. Und diesmal bin ich weniger. Und das ist die Feuerwalze. Warten. Feuer frei. Sealed. Nein, nicht hängen bleiben. Lässt du das mal? Ja, jetzt brauche ich im Moment kein Schild. Den Todesschild setze ich, glaube ich, später ein. Nein. Ha, Overlord, geh doch mal weg da. Die Feuerwalze ist. Die Walze ist echt blöde. Ich bin mir nicht sicher, ob die Roten überhaupt was machen. Ja, die machen was. Also ganz wenig, aber die machen immerhin etwas. Ey, seht ihr das? 7 Köpfe. Das sind Elfenköpfe sogar. Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Elfenköpfe. Ja, das finde ich cool. Das ist ziemlich. Er hat eine sehr coole, detaillierte Kunst. Okay, jetzt kommt das dann wieder. Okay. Rote, alle Mann Ausweichmanöver. Nein, das sollte nicht im Weg stehen. Oh, oh, verdammt. Hallo. Was war das denn jetzt gerade? So, um den kümmern wir uns jetzt. Ey, das ist meine Stärkensteuerung nicht funktioniert. Aber sowas könnte ich mal kotzen. Der wird dann noch versuchen, noch einmal drauf zu rennen. Weg, 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 weg. Lass den Schub keine Chance. So. Goldo. So, nein, nicht die Flamme. Nein, 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 nein.
Mann, was machst du da? Den kriegen wir, den kriegen wir. Ich glaube, der hängt irgendwie fest jetzt, kann das sein? Der rammt jetzt dauernd die Mauer. Oh, das ist unsere Chance. Das ist unsere Chance. Golde, du hast jetzt verloren. Haha. Der hängt ja irgendwie in der Mauer fest. Das ich gebe zu, das macht den Bosskampf irgendwie lahm. Aber wir haben gewonnen. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber die Taktik hätte auch so oder so funktioniert. Okay. Goldo ist tot. Yes, Goldo. Boah. Das ist nicht mal eine Explosion von einem Maschinenwerk. Hi, Goldo. Oh, wie sie mir zujubeln. Yeah. Goldo, du hast gut gekämpft mit deiner Feuerwalze. Mit deinem... Ist das ernsthaft? Oh nein, ich sterbe. Oh nein. Und das war's mit Goldo. Goldo, Goldersohn. Goldo, Goldersohn. Ja, das war mein interessanter Gegner. Ja, komm, nimm deinen Helm auf. Goldo, Goldersohn. Das war schon ein cooler Bosskampf. Besonders, weil man hier die Säulen nutzen muss. Also... Ich wette, also auf normal wäre ich nie drauf gekommen, weil bei dem bestimmt ganz schnell zerhacken tut, diesen Gegner. Aber so ist es auch recht cool gewesen, muss man mal sagen. Das war schon cool. Oh, die Elfenfrauen. Goldos Schatz, ihr solltet diesem Gold ein schönes... Oh, wie schön. Goldos Schatz. Oh, ist das geil. Wir sind die Letzten. Lass die Elfen nicht in Vergessenheit geraten. Alles bricht zusammen. Das Gold oder die Elfen. Oh, was für eine schwere Entscheidung. Ich wäre schon beinahe dafür, dass die Elfen zu... Nein, ich bin für das Gold. Seht euch doch mal an, wie viel das ist. Wie viel das ist. Und außerdem haben wir 100%ig böse erreichen. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade in der Sequenz gehört habt, aber eine Scherge hat gemacht. Interessant. Vier Elfen oder das wunderschöne, geschmeidige Gold. Wir spielen einen bösen Charakterzug. Diesmal 100% böse, ne? Deswegen ist die Antwort schon klar. Oh, das Geld ist so schön. Okay. Ui. Ah, raus da. Vernichter der Elfen. Oha. Wie böse sind wir denn jetzt? 90%. Oha. Ja, die Elfen werden uns, glaube ich, nicht mehr so angetan sein von unserer Anwesenheit im Dunkelwald. Ah, das war aber schon... Ah, ich kann das eigentlich nicht. Also, normalerweise kann ich sowas echt nicht. Ah, wir wollen ja 100% böse erreichen, aber das ist so eine brutale Entscheidung. Ehrlich gesagt, sind mir das Leben dieser Elfenfrauen eigentlich schon ein bisschen mehr wert. Ah, ist das ganze Gold, was uns, glaube ich, ja, nur 2000 Gold gegeben hat. Also 2000 Gold ist jetzt auch nicht so das Wahre. Also ist irgendwie schon ein bisschen... Ich fühle mich schon irgendwie ein bisschen schlecht dabei, die Elfen da sterben zu lassen. Wir waren aber 100% böse sein. Da muss man so grauenhafte Entscheidungen treffen müssen. Das war nicht einfach für mich. Aber wenn man den Vorsatz im Kopf hat, 100% böse zu sein... Aha. Blöder Vorsatz. Oh Mann.
Ich mochte die Elfen. Oha. Die Uhr klingelt. Kann das jemand aufnehmen? Na gut. Ach, die Elfen. Oh, da sind noch ein paar Gold. Bis ja, das nehmen wir noch mit. Ja, ist eigentlich blödsinnig. Ach, die Elfen. Mann, sie mir böse. Oh Mann. Es ist aber doof. Na gut. Wir gehen zurück zum Turm. Und jetzt haben wir eigentlich gar keinen Auftrag mehr. Was ist mit Schergen, die mit der Statue eigentlich? Die Schergen haben ein abgelegenes Portal gefunden. Das ist wohl die Roborische Wüste. Die Roborische Wüste. Die ist aber nicht auf der Karte fixiert. Aus meiner Overlord-Karte. Okay. Diese armen Elfen. Das tut mir schon irgendwie leid. Okay, jetzt spielen wir aber erstmal unser Helm mit dem Gold. Ja, es hat immerhin was Vorteilhaftes, dass wir Gold genommen haben. Immerhin können wir jetzt einen Helm schmieden. Ich weiß nicht, wie viel Schelm wir da reinschmeißen können, ehrlich gesagt. Schmiede, Helm, Arcanium. Maximale Hordengröße, blablabla. Hä? Nee, Quatsch, was mache ich denn da? Arcanium annehmen. 8000. Who's the fuck? 2000 Schergen können wir da reinschmeißen. Oh, ist das krank. Ja, wir schmieden das mal. Willkommen in eurer Schmiede, Herr. 2000 Schergen, Gott. Ui, unser Helm sieht aber ziemlich cool aus. Na, jetzt sind wir wenigstens ordentlich gewappnet gegen jeden Monster, was uns an dem Weg steht, können wir ordentlich bekämpfen. Dies ist eure Waffenkammer, Herr. Hier könnt ihr Rüstungen und Waffen aufbewahren. Oh, nicht schlecht. Mit unserer Keule hier übrigens können wir, glaube ich, sehr viel Schaden machen. An alles Mögliche. Nichts wird überleben. Aber irgendwie tun mir die Elfen immer noch voll leid. Na, sag das nicht. Wenn dieser Gnar mich noch einmal komisch ansieht, brate ich ihm eins über. Okay. Die guckt irgendwie so ein bisschen desorientiert. Ich bin mir sicher, dass irgendwo ein Overlord gebraucht wird, Meister. Die hat irgendwie so grün. Ich vermisse Rauschen. Ja. Ja, ich nicht. Ja, 1000 Bauern haben wieder umgebracht. Die sieht irgendwie so, die Augen, die sind irgendwie so grau-rot. Irgendwie ein bisschen komisch. Die sehen doch irgendwie alle gleich aus. Dieser Gnarl hat mich gezwickt. Das ist sexuelle Belästigung. Das lasse ich nicht zu. Gnarl. Gut gemacht. Nein. Okay, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Gebt ein Like und einen Kommentar, falls der Kampf gegen Goldersohn gefallen haben sollte. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Overlord Racing Hell mit dem Overlord in der Roborischen Wüste. Ade.